Da kann man neue Dekorationen und alles machen, so Torbögen, richtig. Ist ja cool. Und auf die neue Version freue ich mich auch wegen diesen Iron Golems, die jetzt die Villager beschützen. Ach so, ja. Weil die Dinger kann man sich ja dann selber craften sogar. Ne, ich dachte die... Du stehst gerade im Weg. Ich dachte die... die töten einen selber. Ja, die töten auch einen selber, wenn du die angreifst. Ich dachte die... Aber die laufen nur in diesen Dörfern rum, oder was? Ja, und du kannst sie natürlich auch selber craften zu deiner eigenen Verteidigung. Die sind riesengroß, die Viecher, ich gesehen. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Oh. Ja. Was? Ich kann seit wann können die wirklich Treppen runterlaufen? Keine Ahnung, wüsste ich gar nicht. Da oben ist alles voller Viecher, nur mal so. Da würde ich sagen. Ah, der eine hat gerade was geschrieben, vielleicht hat er mich gesehen. Er hat H geschrieben. Ja. Was ist denn das hier für ein U? Wollte ich jetzt gerade. Also jetzt gerade sah es irgendwie aus wie ein Gesicht. Ey, jetzt kommt ein Skelett runter. Das ist ein EP. Das ist ein EP-Dings. Treppen weghauen und dann kriegen die da mal runter. Ich habe gar keine Lust nach da oben zu gehen. Da oben sind Creeper. Ja? Ganz schnell nach unten. Ich leg mich mal ganz kurz schlafen. Dann oder ist einer. Oh, der kommt gleich runter. Ich würde sagen, wir bauen hier mal so eine Klappe rein. Ja, gute Idee. So, ich schnell. So. Jetzt, wenn ich sterbe, spawn ich wenigstens wieder hier. Lagst du? Ja. Kurz, oder? So, ich werde mal kurz alle Wertsachen, die ich habe, weglegen. Und dann werde ich noch... Welches Bett hast du genommen, was näher an der Treppe liegt? Nein, das hintere. Okay, nämlich das vordere, damit ich auch einmal liege. Okay, ich wurde gleich rausgeschmissen aus dem Bett. Dann ist bestimmt jetzt Tag. Nee. Ah, doch. Ja, jetzt ist Tag. Man hört oben die Skelette verbrennen. Aber aufgepasst, die Creeper leben ja immer noch. Da oben ist auch einer. Ja, der will auch runter. Da fehlt ein Stück Treppe mal so, jetzt ist er da. Ich gehe nach. Warte mal, die Kiste ist... Ach, egal, ich habe eh nichts gerade, außer... doch, hier, das ganze Fleisch. Wo? Ah, okay. Woher hast du das? Das ist so Quelle. Ja, gesammelt. Was? Jetzt habe ich schon wieder eingesammelt. Ich mach mal schnell eine neue Kiste. Ab nach oben. Das wird jetzt lustig. Jetzt gleich wird man auf jeden Fall erstmal einen Bumm hören und dann bin ich... Oh! Oh mein Gott! Das sind zwei Stück! Ja? Ja. Ich schub sie runter. Ich bin gerade dabei. Geh weg! Geh weg! Kommen? Nee, brauchst nicht. Okay. Jetzt hier oben würde ich erstmal sagen, wieder zubauen. Oh, jetzt sollte ich einen Waypoint machen. Ja, hier so außenrum, wegen die Ränder so. Damit es nicht so wegen Minimap. Auf der Minimap sieht man das ja. Ach ja, stimmt. Okay, ich sehe jetzt ehrlich gesagt gar keinen von beiden. So, mehr Dirt habe ich gerade nicht. Ich würde das denn auch hier nach hinten so weiterbauen am besten. Dass es über dem Teil hier mal rübergeht. Jetzt bauen wir hier drinnen erstmal weiter. Ne, ich mach oben mal schnell die Löcher. Okay. Ich platziere mal kurz die Öfen. Jo. Du hast auch dieses mit Piepmetzen, oder? Ja. Hab ich auch gerade gehört. Das Einzige, was mich nervt, ist gerade hier der ganze Wind. Ja, Wind hört man auch. Ja, wenn man es ein bisschen laut hat. Ja, da muss eine Dings hin. Ich habe eine Treppe bei, nur mal so. Ja, ich mach aber erstmal so. Guck mal, ich mach ganz kurz rum. Da drüben auf die... Da einen Berg so runterbauen, so von oben. Wow, so. Ich gehe nach oben und schon geht meine Framerate runter. Ich glaube, ich bleib im Berg. Ja. Höhlenarbeiter, du. Ja, ich gehe nach unten und schon kriege ich wieder 50 Frames, ist klar. Okay, das ist Verarsche irgendwo. Ich glaube echt, entweder muss ich wirklich meinen PC neu aufsetzen, oder es liegt einfach am Minecraft. Das ist wirklich komisch, was das ist. So, ich baue mal hier hinten aus, auf der anderen Seite. Ja, mach das. Boah, ich muss mal bei mir ein bisschen leiser stellen.
Man müsste auch mal so schlau sein und oben alles voller Fackeln und so und dann denkt, ja, da sind die und dann hat man die nur verarscht. Ja. Auf der anderen Seite des Berges könnte man das machen, auf diesen einen Teil da. Wäre eine Idee. Aber nee, das ist zu offensichtlich. Ich denke mal, für ganz doof halten die uns auch nicht. Ja. Naja. So wie ich die beiden inzwischen kenne. Ach, die Sache mit dem Sneak. Haben die eigentlich auch im vorigen Battle zusammen gespielt? Ja, die beiden haben auch im vorigen Battle zusammen gespielt. Hm. Das heißt, die beiden kennen ihre Taktik sozusagen immer auswendig. Na, sehr schön. Nee, das sollte ich ja für Dings. Hm. Werden Wachen kaputt gemacht, wenn man von einem Creeper in die Luft gesprengt wird? Eher nicht, oder? Doch, ein paar Sachen gehen futsch. Aber nur ein paar, ne? Nicht alles. Der spawnt uns jetzt hier Creeper rein. Wow. Das wär's. Hättest du da gerade keinen Dirtblock platziert, wäre ich komplett nach unten gefallen. Ja. Ich habe das so ein bisschen weiter gemacht, weil hier so. Ja, jetzt habe ich so den Hochsteck gebaut. Wir müssen die Kisten weiter nach hinten kriegen wieder. Bossley. Ich glaube, da haben welche ein bisschen Monsterprobleme. Ja, wir nicht. Meine Eisenspitzhacke ist jetzt gleich schon futsch. Ich habe noch eine halbe. Meine ist jetzt noch. Ja, nicht mal 15% mehr. Ja, ist schon cool. In Minecraft zu starten und man hat schon alles. Ist ja fast so, als würdest du mit too many Items dir erstmal ein paar Sachen cheaten. Ja, so ähnlich. Und das war meine Eisenspitzhacke. Ich glaube, ich mache mir jetzt direkt mal eine. Habe ich eigentlich. Warte mal, habe ich Sneak noch drin? Ja, hast du. Okay. Hier kann man so rausgucken, so ein bisschen so. Und das ist noch so ein bisschen. Okay, das Kies. Ja, das ist so versteckt noch. Ja, kann man benutzen. Kann man es eigentlich lassen, oder? Hm, kann man mal so gucken, ob da jemand ist. Auf einmal springt dann so ein Creeper dir genau vors Face und macht dann Bumm. Ja, das wär's. So, wo sind jetzt die Sticks? Ah, ne, ich war ja so blöd und hab die Sticks weggeworfen. Die hast du da gelassen, was? Ja. Ach, so, jetzt hab ich wieder Sticks. Haben wir eigentlich einen Sapling? Oh. Ja, Wassereimer. Ich mach mal eine Farm hier hin. Ja, mach mal. Oh, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Was hast du denn vergessen? Die Seeds aus dem Dings. Die hab ich mitgenommen. Ah, gut, du hast die Farm auseinandergenommen. Ja. Also, das war raus. Wo hast du denn hingedacht? Das Farmfärmchen. Eigentlich noch gar nicht. Hier wollte ich jetzt so einen Lagerraum reinmachen. Naja, ich schau mal, wo man hier das hinmachen könnte. Wo es nicht so auffällt irgendwie. Am besten da, wo die Betten stehen. Ne? Ja, so ein bisschen weiter rein. Wir haben ja hier den ganzen Berg. Und ja, von jetzt ganz oben bis nach ganz unten haben wir ja. Wir haben so 100 Blöcke. Wir mehr haben, Blöcke. Ja, nee, bis zu Block 5 geht's ja. Also nur 95. Ja, aber dann hast du ja noch alle Richtungen. Stimmt, die ganzen Richtungen unten drunter. Wir können, ja. Oben verlängern noch. So voll den Hightech-Berg. Überall Fenster und so, fällt überhaupt nicht auf. Nein. Ist doch heutzutage normal so. Ja, klar. Was erwartet man? Die Zeiten ändern sich. Das sowieso. Ach, vor allem in den Preisen. Ja, aber bei Minecraft haben wir sowas zum Glück nicht. Noch nicht. Das wird noch bald kommen. NPC-Dörfer-Dealer. Gibt's ja auch noch so Drogendealer und alles. Ja, wäre doch mal eine Idee. Bei Minecraft LSD und Crack. Aber Notch macht ja nicht mehr. Ja, Chat macht's ja jetzt. Ja, wird bestimmt so wie bei jedem Spiel. Ab dem Zeitpunkt wird das Spiel dann doof. Ja. Das ist bei den meisten Spielen ja so. Eigentlich ist Minecraft seitdem die Alpha vorbei ist doof, aber na gut. Hast du die Alpha damals gespielt? Ja. Was war denn in der Alpha so anders? Die Alpha, die hatte noch so ein richtig schönes Feeling irgendwie. Na, du hattest noch nicht mal Betten. Das fand ich, also das muss geil gewesen sein. Ah, nee, das war scheiße. Wie, du musstest ja halt, also musstest immer überleben, also ist doch bestimmt nice. Ja, wenn du auf Schlachten mit Creepern stehst, weil da haben die Creeper noch mehr gespawnt als heutzutage. Boah. Aber wer kommt denn wirklich auf so eine Idee mit Creepern, also der muss doch mal einen Albtraum gehabt.
In dem so ein komischer grüner Penis auf einen zugekommen ist und in die Luft gegangen ist. Ich stelle mir das gerade bildlich vor, da kommt so ein grüner Penis auf dich zu und geht hoch. Na lecker. Irgendwie habe ich das Gefühl, das träume ich jetzt next. Kommt ja eine Marktidee wenigstens. So, also die Farm ist so weit ausgebaut, die Dingsfarm. Ah, hier. Man müsste sich so überaufrüsten und dann Benchmarking machen. Also hier dieses, nee, Entscharten heißt es, glaube ich, oder? Mhm. Und dann die Rüstung richtig verbessern und so und dann einen Schlag auf die und tot. Dann mit diesem Enchanten da von den Waffen mit so Feuerpfeilen. Ja, das wär's. Und dann so, da, die sehen uns so die ganze Zeit nicht und wir dann so kommen da so voll enchanted. Die sind so mit ihrer Lederrüstung und wir so mit Diamondrüstung. Ja, aber nice. Ja, hier können wir ja locker farmen. Also wenn hier drunter eine Höhle ist, wäre das Perfekte. Hinter dem Berg. Das Einzige, was wir dann noch brauchen. Auf jeden Fall werden wir uns irgendwo tief unter der Erde, wo es keiner hört, weil man hört ja ein Höllentor leider, ein Höllentor bauen. Ja. Ja, man hört diese Geräusche, dieses und so. Ja, und das nervt. Vor allem, wenn dann auf einmal der geht so über den Berg und dann hört er das, dann gräbt er sich runter und findet das. Na, und ein Bedrock hinbauen. Ja, so eine freie Fläche machen. Und dann hat man's. Müsste man eigentlich nur Holz farmen und dann Leitern. Ja. So, jetzt brauche ich gerade mal schnell die Zucker rauf haben. Hoffen wir mal, dass wir es besser hinkriegen als mit Evolution, dass er da bei wieso er abgesagt hat. Wollen wir hoffen. Ja. Ich krieg immer übelst die Paras, wenn ich irgendjemanden höre, wie er Blöcke abbaut. Ja, kriegst du denn vor Angst oder was? Ja, dass der in der Nähe ist. Naja, bin ich ja bis jetzt nur. Ja, zum Glück. Warte mal, ich hab doch Bone Meal, dann könnte ich hier noch ein bisschen. Schon mal ein bisschen antreiben. Bei was denn? Bei der Farm? Ja. Naja, am besten wär's. Irgendwie kann ich da hinten das nicht hinsetzen, komischerweise. Am besten wär's, wenn wir. Wo kannst du es nicht hinsetzen? Nee, das eine Stück konnte ich da die ganze Zeit nicht hinsetzen, komischerweise. Also jetzt von dem normalen Getreide. Jetzt kannst du es aber hinsetzen. Wo? Na, das war das da ganz hinten in der Ecke. Das. Jetzt kannst du es hinsetzen, ist genug Licht da. Ach so. Okay. Jetzt mal hin. So, so. So, so. Macht ihr eigentlich so eine Art Wanderwirtschaft, also dass wir euch schon noch finden können oder also dass wir euch gar nicht finden können oder macht ihr euch eine Base? Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja, weil wenn wir euch überhaupt nicht finden könnten, dann wäre es ja eigentlich auch doof, ne, wenn man keine Base hat. Lasst euch überraschen. Ich sag mal so, wir sind nicht meilenweit weg. Also wir sind nicht Millionen Kilometer weit weg. Aber ihr seid weit weg. Ja, also, ja, kann man so sagen. Ja, wir sind auch etwas weiter weg, aber wir sind so etwa so nah dran wie beim ersten Battle. BTW, können wir schlafen? Nee, können wir nicht. Habt ihr wieder keine Betten? Nein. Ich kann schlafen. Ich kann aber nicht schlafen, das ist das Problem. Aber Moment, gleich können wir schlafen. Seid ihr eigentlich wieder in Höhlen oder so normal? Es ist und bleibt ein Rätsel. Klar, wir haben ein kleines NPC-Dorf aufgebaut, weißt du? Ja, da sind auch schon ganz viele NPCs drin. Vor allem schon cool. Die ganz neuen aus der neuen Version, die noch gar nicht da ist. Okay. Ich hab. Das sollte bestimmt nicht an den TS30-Channel gehen. Glaube ich auch. Das hat er meistens. So. Nicht, dass er uns jetzt gefunden hat, aber ich höre eine Truhe. Nein. Das war ich. Also hier kann man so gut sehen, ob Nacht ist, also. Das ist schon mal ein Vorteil. Wo ist mein Eimer hin? Den hab ich hab beide. So. Willst du haben? Okay, also ich kann gleich schlafen, ne? Jo. Nimm vorsichtshalber ein Schwert in die Hand, das sag ich. Habt ihr gehört? Ja. Ja, wir haben's gehört. Okay. Wie gesagt, nimm ein Schwert in die Hand. Wieso? Oben ist offen, ich mach mal oben zu. Gute Idee. Mit einem Dirtblock. Ja. Ihr wollt gar nicht wissen, okay, vergesst das mit dem Schlafen, wir können absolut nicht. Wieso nicht? Ich hab kein Holz.
Für Batman. Holz ist genug da. Ja, eben nicht. Das ist das Problem. Okay, das ist schlecht. Also bei uns ist ein ganzer Wald davor. Ich weiß nicht, was die haben. Genau. Ja, wir haben genug Betten. Kann ja ihn fragen, ob er bei uns mit kurz rein will. Ja, mit zwei und schlafen. Mal ganz kurz auf Fahrstellen stellen und nochmal rausgucken. Erstmal warten, bis sich die ganze Welt auflädt. Ja, was müsste man denn hier bauen? Das wäre jetzt nur noch ein Baum. Also halt eine Baumfarm. Und dann hätten wir es eigentlich. Und dann ist es eigentlich nur noch hier Sache der Schönheit. Also ich habe 15 Leitern bei. Ich baue schon mal weiter runter, ja? Ja, mach das. Und dann brauchen wir nur noch so ein Höhlensystem und dann sind wir eigentlich komplett ausgestattet. Ja, ich habe bloß Angst, wenn ich nach unten baue, dass irgendwann Lava...